Aufgabe B2.4. Berechnen Sie das Volumen der Pyramide GHFP1. Bestimmen Sie sodann durch Rechnung den prozentualen Anteil des Volumens der Pyramide GHFP1 am Volumen der Pyramide A, B, C, D, S. Berechnen wir als erstes das Volumen der kleinen Pyramide. Wir erinnern uns, die Volumenformel für die Pyramide ist 1/2 mal Grundfläche mal die Höhe. Gehen wir jetzt zur Pyramide GHFP1. So, die Grundfläche können wir schon berechnen. Die Grundfläche ist ein Dreieck mit der Flächenformel 1/2 mal Grundseite mal Höhe, lässt sich also die Fläche berechnen. Also Grundfläche von GHFP1 ist 1/2 mal Grundseite, in dem Fall GH, mal die Höhe ist NF. Also 1/2 mal GH haben wir oben berechnet, die 9,76 cm. Mal NF mit 5 cm. Das geben wir einfach in den Taschenrechner ein. Runden auf 2 Dezimalen und erhalten damit einen Flächenwert von 24,4 Quadratzentimetern. So, fehlt uns noch die Höhe. Die Höhe der Pyramide liegt ja senkrecht auf der Grundfläche. Also so. Senkrecht heißt ein rechter Winkel. Nun schauen wir wieder nach einem geeigneten Dreieck, wo vielleicht schon die Höhe drin liegt. Diesen Schnittpunkt nennen wir mal Q, um das Dreieck benennen zu können. Also schauen wir es uns mal an. P1 Q liegt zum Beispiel in dem Dreieck QF P1. Dieses Dreieck ist rechtwinklig. Die Strecke P1Q ist gesucht und die Strecke P1F bzw. FP1 kennen wir ja schon. Das sind die 7,5 cm. Zusätzlich ist uns der Winkel P1FN, der gleich groß ist wie P1FQ, bekannt, nämlich die 57,99 Grad. Rechtwinkliges Dreieck, Hypotenuse ist gegeben. Die Gegenkathete ist gesucht, also können wir die Höhe mit Hilfe des Sinus berechnen. Das entspricht also Sinus des Winkels 57,99 Grad. Ist gleich Gegenkathete durch die Hypotenuse. Gegenkathete ist meine Strecke P1Q und die Hypotenuse ist die Strecke FP1, also 7,5 cm. Das wäre jetzt wieder mit Hilfe des Solvers lösbar. Oder wir formen um, dann ergibt sich P1Q ist 7,5 cm mal Sinus von 57,99 Grad und erhalten eine Länge von ungefähr 6,36 cm.
So, das setzen wir jetzt noch in unsere Volumenformel ein. Wir haben die Grundfläche, wir haben die Höhe. Also berechnet sich das Volumen aus 1 Drittel mal Grundfläche waren 24,4 Zentimeter. Nehme ich das Volumen noch speziell. GHFP1 ist gleich 1 Drittel mal 24,4 Quadratzentimeter mal 6,36 Zentimetern. Gehen wir so in den Taschenrechner ein, runden wieder auf 2 Dezimalen. Und erhalten damit eine Größe von 51,73 Kubikzentimetern. Das ist also das Volumen der kleinen Pyramide. So, man soll jetzt ja den prozentualen Anteil der kleinen Pyramide am Volumen der großen Pyramide berechnen. Also brauchen wir auch noch die große Pyramide. Volumen der Pyramide ABCDS ist ebenfalls wieder 1 Drittel mal Grundfläche mal die Höhe. So, als Grundfläche haben wir das gleichschenkliche Trapez. Wir können in der Formelsammlung nachschauen, Volumenformel eines Trapezes ist ein halb mal die Grundseite, also ein halb mal die Summe der beiden parallelen Strecken, also ein halb mal AB, das sind 12 cm, plus CD mit 6 cm, mal die Höhe dieses Trapezes. Also die Strecke EF also das hier ist die Grundfläche. Und jetzt brauchen wir noch mal die Höhe der Pyramide und das ist unsere Strecke NS. NS waren 8 cm. Geben wir so einen Taschenrechner ein, drücken auf Ist gleich und da müsste ein Wert von 192 Kubikzentimetern rauskommen. Jetzt gilt es noch den prozentualen Anteil zu berechnen. ABCDS war ja die große Pyramide, das heißt, 192 Kubikmeter Zentimeter entsprechen 100%. Die 51,73 Kubikzentimetern entsprechen x%. Also kann man das Ganze nochmal auflösen mit x ist gleich 51,73 mal 100 geteilt durch 192. Und das ist 26,94 also es sind circa 26,94%.